Hallo zusammen. Ich hatte euch in einem vergangenen Video ein Linsengericht vorgestellt, ein erzgebirgisches Linsengericht. Und in diesem Video hatte ich euch auch versprochen, später mal noch ein schwäbisches Linsengericht vorzustellen. Und das möchte ich heute tun. Linsen, Spätzle, Seidenwürstle. So heißt das Gericht. In Schwaben kennt es jeder und in Schwaben liebt es jeder. Ich zeige euch jetzt noch meine Zutaten und dann können wir auch schon loslegen. Ich nehme wieder meine Alpleiser-Linsen. Dieses Mal die gelbe, die große genannt. Diese eignen sich besonders gut für dieses Gericht. Die Linsen brauchen normalerweise nicht eingeweicht zu werden. Ich habe sie aber trotzdem mal eingeweicht, mal so 3-4 Stunden, das reicht. Das Wasser kippe ich dann weg und das habe ich gemacht aus folgendem Grund. Die Linsen enthalten oder sämtliche Hülsenfrüchte enthalten Phthiolsäure. Und diese sind ein unverdauliches Kohlenhydrat, was unserem Körper nicht ganz so gut tut. Deshalb vertragen manche die Hülsenfrüchte nicht so gut. Und wenn ich das jetzt einweiche, wird diese Säure reduziert und somit werden die Linsen für uns bekömmlicher. Suppengemüse inklusive Zwiebel, dann brauchen wir Butterschmalz, dann brauchen wir etwas Mehl, etwas Balsamico-Essig, es geht auch ein Kräuteressig, ganz wenig Zucker, unsere Linsen, Seitenwürstle dazu, die habe ich mir beim Metzger des Vertrauens gestern gekauft und habe sie dann gleich anschließend noch vakuumiert, dass sie richtig schön frisch sind noch. Und etwas Tomatenmark brauchen wir und etwas Bratensoße, die hatte ich eingekocht und die stand bei mir im Keller. Salz brauchen wir natürlich auch und für unsere Spätzle brauchen wir Spätzlemehl und Eier und Salz. Und das war's eigentlich schon. Und jetzt fangen wir mal an. Karotten, Pastinaken und Sellerie sowie den Lauch und die Zwiebel schäle ich und schneide alles in kleine Würfel. Das Gemüse ist in kleine, feine Würfel geschnitten. Und das ist die Grundlage unserer Linsen. Zuerst gebe ich Butterschmalz in den Topf und lasse es heiß werden. Das Gemüse dazu und alles schön anrösten. Die eingeweichten Linsen gebe ich durch ein Sieb und spüle sie nochmal ab. Salz geben wir schon etwas dazu. Wir kochen zwar hier unsere Linsen drin, aber die sind eingeweicht und es macht denen dann nichts aus, wenn da schon Salz dran ist. Und man sieht, im Topf tut sich was. Es haben sich schon Röststoffe gebildet. Und das Gemüse, das Suppengemüse, das kann ruhig richtig, richtig weich werden und auch zerfallen. Ich gebe jetzt das Tomatenmark hinzu, denn das kann auch noch ein bisschen mitrösten. Noch 2-3 Minuten. Abgelöscht wird mit meinem selbst gekochten Rinderknochenfond. Und nun ist es auch Zeit für unsere Linsen. Deckel drauf, kleine Flamme und 30 Minuten leicht köcheln lassen. Bei unserer erzgebirgischen Linsensuppe hatte ich das Mehl als Einbrenne gemacht. Das heißt, ich hatte das Mehl ohne Fettzugabe geröstet in der Pfanne, dass es dunkel wird. Wir brauchen heute auch eine dunkle Mehlschwitze für die Linsen. Aber die machen wir nicht so, wie ich sie bei der erzgebirgischen Suppe gemacht habe, sondern wir machen sie mit Butter. Und in Butter kann man auch eine dunkle Mehlschwitze machen. Man kann eine helle machen, man kann aber auch eine dunkle machen. Und wir brauchen heute eine dunkle, das heißt eine kräftige Mehlschwitze für unsere Linsen. Ich gebe Butterschmalz in den Topf, weil ich hier eine höhere Temperatur brauche. Durchs Rösten, dann würde nämlich Butter verbrennen. Zu gleichen Teilen der Butter nun das Mehl dazu und auf kleiner Flamme so lange rösten, bis dieses Gemisch eine leichte Bräune genommen hat.
Geschickt ist es, wenn man gleich noch darin den Zucker etwas karamellisiert, wegen des guten Geschmacks. Und dann anschließend mit dem Balsamico-Essig ablöschen. Und wenn die Flüssigkeit nicht ausreicht, mit etwas kaltem Wasser nachgießen, bis man wieder eine geschmeidige Mehlspitze erreicht hat. In der Zwischenzeit kümmere ich mich jetzt um die Spätzle. Schwäbische Spätzle hatte ich euch schon mal ein Video eingestellt. Das findet ihr in meinem Kanal. Ich hatte das Mehl in die Schüssel gegeben und darauf die Eier. Heute machen wir das mal umgedreht. Erst die Eier rein und dann das Mehl. Ich nehme 4 Eier. Wir sind ja nur zu zweit. Die Eier verrühre ich. Gebe Salz dazu. Und lass jetzt mal mein Mehl einrieseln. Der Teig muss geschmeidig sein. Man kann das regulieren mit einem zusätzlichen Ei oder Mineralwasser. Oder aber auch, wenn er zu flüssig ist, mit noch etwas Mehl. Und am besten im Gefühl hat man das mit den Händen. Also mir geht es jedenfalls so. Ich brauche meine Hände dazu, um zu fühlen, ob der Teig richtig ist. Und der Teig muss dann Blasen schlagen. Wenn der Teig die richtige Konsistenz hat, sollte er noch 15 Minuten ruhen, bevor er in heißem Salzwasser zu Spätzle gekocht wird. Den genauen Ablauf über Spätzle machen verlinke ich euch jetzt hier oben in der Infobox und auch unten in der Beschreibung. Nun werden sie abgegossen und ich habe wunderschöne gelbe Eierspätzle. Ungefähr so 30 Minuten hatte ich die Linsen jetzt mit der Brühe und mit dem Gemüse zusammen im Topf. Bei ganz kleiner Flamme. Und jetzt fehlt unsere Bindung, also unsere dunkle Mehlspitze. Und die kommt dran und dann erst schmecken wir die Linsen ab. Ich schalte jetzt die Linsen auf ganz kleine Flamme, auf der kleinsten Flamme, sodass ich alles nochmal gut verbinden kann. Die Linsen und meine braune Mehlschwitze und das Gemüse, dass alles nochmal gut miteinander verbunden wird, indem es nochmal ganz leicht 5 Minuten köchelt. Verglichen mit der erzgebirgischen Linsensuppe ist dieses Gericht etwas dicker abgebunden. Und auch die Einlage, also die Linsen und das Gemüse, ist mehr. Im Grunde genommen ist es viel kompakter als eine Linsensuppe. Und das ist jetzt für die, die nicht unbedingt vegetarisch kochen müssen, Bauchspeck. Und hier habe ich wieder die gute Leisa Alblinse von der Schwäbischen Alb. Die Werbung dafür ist in meinem eigenen Interesse. Ich bekomme nichts dafür. Aber die Linsen sind so gut. Mehlig, nussig, mit einem leichten Biss, sehr weich und doch noch vollkommen ganz. Die billige Tellerlinse wäre mir jetzt komplett zerfallen. Mein Speck hat es inzwischen auch geschafft. Der ist schön kross ausgebraten und den gibt es jetzt in die Linsen hinein. Inzwischen setze ich meine Wienerle in Salzwasser mit einem Schuss Essig, einem Lorbeerblatt, Piment und Wacholder auf, um sie bei ganz kleiner Flamme zu erwärmen. Ich habe hier noch etwas Butter und frische Lauchzwiebeln, die werde ich jetzt anbraten und final über meine Linsen geben. Die Spätzle gebe ich jetzt in die heiße Butter. Und mit Zugabe von etwas Salz sollten sie warm werden, aber nicht zu sehr bräunen. Nun ist alles wieder heiß und es kann angerichtet werden. Ja, und hier haben wir unser typisch schwäbisches Gericht. Linsen, Spätzle, Seitenwürstle.
Und wenn ich euch jetzt Appetit gemacht haben sollte mit diesem leckeren schwäbischen Gericht, dann würde ich mich freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr es nachkocht, wenn es euch schmeckt. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bleibt mir schön gesund. Tschüss, eure Oma Betty.